da ist eine Shelly im Busch und Maxi versucht alles, aber trifft Shelly nicht und dann hat sie die Ulti bereit für ihn. So was Gemeines. Shelly, nein! So sieht's aus, wenn Piper zielt, aber schaut mal da genau aufs Zielfernrohr. Was sieht Piper denn da wirklich? Oh oh, das ist nicht viel. Wie kann sie da treffen? Jetzt ist alles klar. Da sind die Teamer wieder am Werk. Aber Achtung vor dem Teleporter. Da kommt eine dicke Überraschung rein. Goodbye. Oh nein, da ist eine Shelly im Busch versteckt und die anderen zwei Teamen. Aber Shelly macht den Teamen richtig Angst. Kaum kommt sie aus dem Busch, da geht sie lieber ins Gift und werden da vom Gift erledigt. Shelly, wirklich sehr angsteinflößend. Am 1. April gab es einige Scherze, aber nicht für alle war es lustig. Hier, dieser Galien nimmt alle gleichzeitig hops und dann hier das 1. April-Emote. Richtig gemein. Zu Ostern gab es wieder Eierskins. Welcher von diesen Eierskins hier ist der coolste? Pam? Der zweite bin ich nicht sicher. Unten ist einfacher. Gail, Nita, Colette und Ems. Sehr coole Eierskins. Ja, und zu Ostern habe ich euch einen neuen Jackie-Skin. Was meinst du zu diesem coolen Jackie-Skin hier? Ente Jackie. Was darf in keinem Brawl Stars Video fehlen? Richtig, Teamer erledigen. Search hier hat sich versteckt. Auf der rechten Seite sammeln sich viele Teamer. Da kann er natürlich erstmal nur fliehen. Aber er nimmt hier den Kampf auf. Search nähert sich langsam. Muss jetzt was tun, weil das Gift kommt hier unaufhaltsam näher. Und er ist wirklich unter Beschuss hier von Piper. Und kann jetzt Piper killen. Noch einer ist übrig von den Teamern. Auch diesen ereilt hier endlich das Schicksal. Gut gemacht, Search. Auch immer lustig ist unser Känguru Mike. Da hat er sich erstmal versucht zu verstecken. Geht aber nicht. Jetzt kommt der erste Teamer. Er ist umzingelt. Känguru Mike, ja, zeig uns deine Skills. Spring wie ein Känguru und rette dich, Känguru Mike. Das macht er wirklich sehr gut. Nur da ist noch ein Teamer versteckt. Fang greift an, versucht hinzudashen, aber zum Glück hast du einen Gale im Team und Fang sauber hier vom Zug erledigt. Super gespielt von Gale. Ein sensationelles Spiel von Surge. Er springt genau im richtigen Moment, sodass er nicht getroffen wird. Jetzt geht er dann nach oben, springt wieder, dasht zwischen. Es ist unglaublich. Dieser Surge hier sehr low, aber ist nicht zu treffen. Wie er da durch die Mauern dasht, im richtigen Moment springt, also wirklich extra klasse. Kann er diesen Edgar? Jawohl, natürlich kann er den auch noch erledigen. Es gibt auch einen krassen Mythos zu den Surge-Spielern. Man sagt nämlich, dass sie nur ein Gehirn haben. Schaut mal, wie die sich hier synchron bewegen. Wirklich genau die gleichen Bewegungen die ganze Zeit. Das ist unglaublich. Einfach gespiegelt. Nur ein Gehirn. Ein sensationeller Trick für Eve, wie sie in Showdown gewinnen kann. Wenn es nämlich nur Wasser hat und keine Schützen mehr, kann Eve sich da einfach auf dem Wasser verstecken. Und dann noch ein super Trick für Bo. Wenn Bo nämlich sieht, dass Max da seine Ulti pflanzt, kann er da sofort die Minen hinwerfen. Und Max teleportiert genau in die Minen. Sehr gemeiner Trick. Poco ist klein und wird oft unterschätzt. Aber schaut euch diesen Hammer Poco hier an. Der spielt da gegen 3. Er ist alleine übrig geblieben in Knockout. Schafft es Poco tatsächlich zu gewinnen? Es ist nur noch ein Gegner übrig. Unglaublich. Der hat jetzt ein bisschen Angst bekommen. Hier vor dem Poco. Versucht sich da unten zu verstecken. Und Poco hier im Angriff. Poco schafft das tatsächlich hier, das zu gewinnen. Unterschätzt den Poco nicht. Und jetzt schaut ihr unbedingt dieses Video hier noch an.